Was wäre, wenn Donald Trump nicht mehr lügen dürfte? Es wäre ihm einfach verboten, von Rechts wegen. Noch besser, was wäre, wenn man ihn aufgrund einer Lüge anzeigen könnte? Ihn vor Gericht zerren und zur Rechenschaft ziehen, sodass er für jede Lüge ein schmerzliches Schmerzensgeld bezahlen müsste. Und das machen wir nicht nur mit Donald Trump, sondern mit allen PolitikerInnen, die lügen. Für jede ihrer Lügen werden sie vor Gericht verantwortlich gemacht. Und nicht nur Politiker, sondern eben auch Journalisten, Schauspieler, Musiker, Schriftsteller, Sportler, YouTube-Stars. Alle Prominenten müssten ständig befürchten, für eine Falschaussage angezeigt und verurteilt werden zu können. Wie sähe unsere Welt dann wohl aus? Besser oder schlechter als jetzt? Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Anfang des Jahres hat der US-amerikanische Schüler Nick Sandman die Washington Post und CNN auf über 250 Millionen Dollar verklagt, weil die ihn öffentlich falsch dargestellt hatten, wodurch er Todesdrohungen bekam und seine Zukunft massiv beeinträchtigt wurde. Solche Gesetze gibt es ja gegen Verleumdung und üble Nachrede auch jetzt schon, um Menschen zu schützen, die durch eine Lüge geschädigt wurden. Aber was wäre, wenn man das Ganze ausweiten würde auf Prominente, die öffentlich die Unwahrheit sagen und jeder könnte dagegen klagen und Schadensersatz verlangen? Aber warum ist das überhaupt wichtig? Sind Promis nicht Leute wie du und ich? Diese Leute, die sind dumm und naiv und die haben keine Fantasie. Schließlich lügen du und ich doch auch 200 Mal am Tag. Warum sollten für Promis andere Regeln gelten als für den einfachen Mann auf der Straße? Nun, eigentlich ist das bei Promis schon etwas anderes, denn sie haben eben eine große Macht und mit großer Macht geht bekanntlich große Verantwortung einher. Wenn jetzt zum Beispiel ein Promi sich öffentlich äußert, dann kann das eben eine große Wirkung haben. Er kann damit das Meinungsklima in einer Gesellschaft stark verändern. Stellt euch eine Gesellschaft vor, der es relativ gut geht, die sich als Solidargemeinschaft begreift, mit sozialem Netz und gegenseitigen Verpflichtungen. Aber alle Prominenten, alle, die sich in den Medien äußern und auf die gehört wird, würden dauernd lügen. Und mehr noch, sie würden mit diesen Lügen manipulieren, die öffentliche Meinung beeinflussen. Wie würde sich diese Gesellschaft entwickeln? Einige Prominente könnten ja zum Beispiel behaupten, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe überprivilegiert oder unterprivilegiert sei, obwohl das nicht zuträfe. Sie würden sagen, dass Frauen für die exakt gleiche Arbeit 20% weniger Geld als Männer bekämen. Andere Prominente könnten behaupten, die Wissenschaft sei sich einig, dass es nur den einen Weg gäbe, mit dem Klimawandel zurechtzukommen. Und zwar in den nächsten 12 Jahren alle Kohlekraftwerke abzuschalten und durch Wind- und Sonnenenergie zu ersetzen. Und wieder andere würden sagen, in Bayern oder in Thüringen, da gäbe es keine Demokratie, sondern eine Alleinherrschaft. Auf Dauer würde das die Gesellschaft destabilisieren. Es würde den Wählerwillen und die Politik so verändern, dass es der Gesellschaft schadet. Es würden Parteien an die Macht kommen, Gott bewahre, die aufgrund von Unwahrheiten und aufgrund einer durch Unwahrheiten verzerrten öffentlichen Meinung Gesetze erlassen. Und das heißt doch, die Lügen der Promis zerstören den Wohlstand und die Freiheit dieser Gesellschaft. Berührt mich sehr. Aber was nun, wenn es ein Gesetz gäbe, mit dem diese Prominenten von jedem Bürger vor Gericht gezerrt werden könnten? Problemlos. Und wenn es dann noch relativ leicht wäre, festzustellen, ob sie tatsächlich gelogen haben oder nicht, und wenn sie dann horrende Geldbußen zahlen müssten, als Wiedergutmachung an die Gesellschaft, die sie durch ihre Lüge destabilisiert haben. Nun, man könnte sich fragen, gibt es das nicht schon? Ja, schließlich kann man auch jetzt klagen, falls jemand Falschmeldungen in Umlauf bringt, Verleumdungen eben, zum Beispiel üble Nachrede oder Volksverhetzung. Ja, aber da endet es auch schon. Und Promis sind in dieser Hinsicht heutzutage ja fast unberührbar. Oder haben wir schon mal gesehen, dass ein Politiker oder eine Politikerin für seine oder ihre Lügen oder falschen Versprechen juristisch zur Rechenschaft gezogen wurde? Trump etwa, für seine Aussage, illegale Einwanderung würde die USA 250 Milliarden Dollar im Jahr kosten. Merkel für die Behauptung, man könne die Grenzen nicht schließen. Claudia Roth für ihre Behauptung, durch den Reaktorunfall in Fukushima seien 16.000 Menschen umgekommen. Oder Klaas Relotius für seine Geschichten.
Und Lügen, das können auch falsche Versprechen sein. Dass niemand vorhabe, eine Mauer zu bauen oder es mit ihr keine Maut gäbe, zu versprechen, es werde mit dieser Partei keine Koalition eingegangen und es dann doch zu tun. Hat die Gesellschaft da nicht ein Anrecht auf Entschädigung? Was wäre, wenn deswegen jeder Bürger und jede Bürgerin jederzeit einen Prominenten für solche Aussagen verklagen könnte, weil ja jeder Bürger einer dieser geschädigten Gesellschaft angehört und also auch selber geschädigt wurde? Diese Forderung, dass Prominente für ihre Aussagen unmittelbar haftbar gemacht werden sollten, stammt aus der politischen Philosophie des Proprietarianism, der Vorstellung, dass auch die öffentliche Meinung und der soziale Friede ein Eigentum der Menschen ist, das beschädigt werden kann. Und wer Eigentum beschädigt, indem er lügt, der muss bestraft werden. Das ist die Grundlage jeder entwickelten Kultur. Na, natürlich ist es freilich beinahe unmöglich, die absolute Wahrheit immer zu sagen. Ihr kennt das, weil der einfache Mensch nicht dafür geschaffen ist, sie unvoreingenommen zu erkennen. Ja, das ist die Condition humaine. Es geht aber darum, wahrheitsgemäß zu sprechen. Wenn wir anfangen, von Promis immer zu verlangen, immer nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen, nach bestem Wissen und Gewissen, müssten ja alle für immer schweigen. Wobei Jan Böhmermann für immer schweigen, das wäre ja auch schon eine ganz schöne Vorstellung. Ihn hat das Leid anderer Menschen kalt gelassen. Wenn ein Prominenter sich vor Gericht für eine Aussage rechtfertigen muss, dann muss er nachweisen, dass er wahrheitsgemäß gesprochen hat. Wahrheitsgemäß zu sprechen bedeutet, nach bestem Wissen und Gewissen mit der gebührenden Sorgfalt sich die Fakten angesehen haben, bevor man spricht, um das dann ausgewogen und differenziert zu tun. Vor Gericht müssten die Prominenten natürlich jetzt nicht die absolute Wahrheit ihrer Äußerung nachweisen, da das meistens unmöglich ist, aber sie müssten beweisen, dass sie ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen sind. Haben sie die Quellen gecheckt, bevor sie gesprochen haben? Haben sie nichts Wichtiges ausgelassen? Haben sie nichts fahrlässig missverständlich geäußert? Haben sie auch die nötigen Einschränkungen gemacht? Der Prominente muss zeigen, dass er die gebotene Sorgfalt hat walten lassen. Ist seine Rede nach bestem Wissen und Gewissen frei von Unwahrheiten, von groben Fehlern, von Verzerrungen, von falschen Andeutungen, von Täuschung und Betrug? Das ist etwas, das bringt mich auf die Barrikaden. Da kriege ich richtig die Krise. Ein Beispiel. Wenn ein Prominenter sagt, dass Frauen weniger verdienen, dann muss er nachweisen, dass er die Statistiken ordnungsgemäß wiedergegeben hat. Dass der Gender Pay Gap bei der gleichen Arbeit nur 5-6% ist, dass er sich in den letzten Jahren geschlossen hat und so weiter. Wenn zum Beispiel der Klimakonsens von 97% erwähnt wird, dann muss das so formuliert werden, von allem vom IPCC in einer Metastudie in Betracht gezogenen wissenschaftlichen Artikeln, die eine Angabe über die Ursache des Klimawandels machen, haben sich 97% für einen gewissen menschlichen Einfluss ausgesprochen. Ja? Ebenso, wenn ein Politiker sagt, der Lind-Osterhase sei wegen der Islamisierung durch den Begriff Traditionshase ersetzt worden, und zwar erst seit 2015, 16, 17. Warum suchen so viele Menschen ihr Heil in Verschwörungstheorien? Wenn ein Prominenter solche Dinge fahrlässig verkürzt, weil er wichtige Dinge auslässt oder Fakten verdreht, dann muss er sich vor Gericht verantworten. Es geht da also nicht nur um einen Faktencheck, vertun kann sich jeder mal, ihr kennt das, sondern um den Nachweis, dass der Prominente verantwortungsbewusst recherchiert und gesprochen hat. Das ist genau wie das Schreddern von Küken. Das ist nicht würdig. Und natürlich ist das eine Einschränkung der Redefreiheit für Prominente. Es gibt für sie in dieser Hinsicht kein Recht auf absolute freie Rede, da sie mit ihren Lügen der Gesellschaft schaden. Es gibt aber ein Recht auf freie, wahrheitsgemäße Rede. Und für diese wahrheitsgemäße Rede gilt auch, dass sie geäußert werden darf, selbst wenn sie die öffentliche Meinung verändert und eventuell damit sogar den sozialen Frieden gefährdet. Denn dann ist es die Wahrheit, die das tut, nicht aber der einzelne Promi mit seiner Lüge. Die Grundvorstellung ist dabei aber immer, eine funktionierende Gesellschaft lässt sich nicht auf Lügen aufbauen. Und sie lässt sich auch nicht mit Lügen zusammenhalten. The truth must be told. Eine erfolgreiche Kultur lebt vom Vertrauen, das die Menschen zueinander haben.
In einer Kultur, in der die Prominenten für ihre Unwahrheiten aber nicht gerade stehen müssen, wird dieses Vertrauen mehr und mehr erodiert. Das gegenseitige Vertrauen ist das Eigentum dieser Gesellschaft. Es muss juristisch geschützt sein und jeder Bürger muss sich eben dagegen wehren können und gegen jeden, der dazu beiträgt, dieses Eigentum zu zerstören. Das war's für heute auf Kaiser TV mit einem kleinen Gedankenexperiment. Also, was denkt ihr? Wie würde eine Gesellschaft aussehen, in der es klare und strenge Gesetze und Möglichkeiten gibt, gegen Prominente vorzugehen, die nicht selber sorgfältig vorgegangen sind, bevor sie eine öffentliche Aussage getätigt haben? Schlechter? Gleich gut oder besser? Schreibt es in die Kommentare. Absorbiert mich final, abonniert den Kanal und ich wünsche euch einen wundervollen Tag.